Bisher galten Quantencomputer als extrem ungenau. Für bestimmte Berechnungen können sie einfach nicht verwendet werden, weil ihre Fehlerquote zum Teil bei fast 70% liegt. Jetzt hat aber ein Forschungsteam der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH Zürich ein Verfahren entwickelt, um diese Fehleranfälligkeit dramatisch zu reduzieren. Wird jetzt eine neue Ära des Quantencomputings anbrechen? Klicks um Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Beim Wettkampf der Quantencomputer 2017 war die Fehlerquote riesig. Der Vorläufer des kommerziellen IBM-Quantenrechners Q-System trat gegen einen Quantencomputer der University of Maryland an. Der IBM-Rechner war teilweise bis zu 1000-mal schneller als sein Konkurrent, dieser hatte jedoch eine höhere Zuverlässigkeit. Er kam auf einen Wert von 77-90%, während der IBM-Rechner nur auf 35-74% kam, also deutlich mehr Fehler machte. Das ist immer noch das Hauptproblem von Quantencomputern. Sie sind zwar unglaublich schnell, aber machen eben Fehler. Aber sie sind die Computer, die in Zukunft wahnsinnig komplexe Modelle durchrechnen können. Zum Beispiel den Brexit mit allen möglichen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Normale Computer scheitern heute noch an solchen Aufgaben. Quantencomputer haben überhaupt die Möglichkeit, bei Rechenaufgaben mit so vielen Unbekannten eine Menge möglicher Szenarien zu bestimmen. IBM rechnet mit Fortschritten bei vielen komplexen Problemen, Medikamentenforschung, Berechnungen in der Logistik, Finanzwirtschaft, künstliche Intelligenz, Datensicherheit. Alles Felder, wo wir mit der heutigen Computertechnologie an Grenzen stoßen. Aber wie könnten die Fehler von Quantencomputern eingeschränkt werden? Ein Forschungsteam um den Physiker Jonathan Ohm hat dafür ein revolutionäres Verfahren entwickelt. Dafür versetzen sie die Qubits eines Quantencomputers in ganz bestimmte Schwingungen. Ein Qubit, das ist das Bit in einem Quantencomputer, also wie die 0 und 1 in unseren herkömmlichen Computern. Im Prinzip also das gleiche, nur dass ein Qubit, also 8 verbundene Qubits, nicht nur einen Wert, sondern alle Werte gleichzeitig enthalten kann, also quasi schon mal dadurch 256 mal so schnell wie ein normaler Computer ist. Allerdings gibt es beim Auslesen der Informationen immer wieder Fehler, weil Quantenzustände, beschrieben durch die Heisenbergsche Unschärferelation, Zustände mit einer Wahrscheinlichkeit annehmen. Und diese Zustände können durch äußere Einflüsse verändert werden. Teilchen sind ja nicht nur Teilchen, sondern auch Wellen, wie wir es beim Licht ja ganz deutlich erleben. Und den Schweizer Forschern und Forscherinnen ist jetzt gelungen, diese Wellenfunktion der Teilchen so zu beeinflussen, dass sie nicht mehr wie weiche Wellen aussehen, sondern wie Zinken eines Kamms. Jetzt sind die Teilchen plötzlich gar nicht mehr so unscharf, sondern die Messunsicherheiten finden jetzt nur noch an den ganz schmalen Zinken dieses Kamms statt. Also die Störungen sind jetzt viel leichter zu sehen. Christa Flühmann aus dem Forschungsteam. Unsere Realisierung dieser periodischen oder kammartigen Schwingungszustände des Ions stellt einen wichtigen Schritt in Richtung einer solchen eventuellen Fehlerbestimmung dar. Jetzt will das Forschungsteam Verfahren entwickeln, um die Störungen aufzuspüren und dann herauszurechnen. Bei einem nächsten Wettkampf zwischen Quantencomputern könnte also die Fehlerquote schon bald stark sinken. Quantencomputer. Darauf unbedingt klicken, ein Mega-Video mit der Erklärung des Quantencomputers, also draufklicken, anschauen, bei Dr. Watson übrigens, und den dann auch abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.